Und in Bayern ist es noch anders. Und in Bayern, da hoffen wir auf das Beste. Hätte ich einen Hammer, ich hämmerte am Morgen, ich hämmerte am Abend und auch in der Nacht. Ich hämmerte Sehnsucht nach menschlichen Werten. Ich hämmerte für deine und meine, für jeden Menschen seine. Oh, oh, Gerechtigkeit. Oh, 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 oh. Hätte ich eine Glocke, ich bimmelte sie morgens. Ich bimmelte sie abends und auch in der Nacht. Ich bimmel für Frieden, dass sie sich nie mehr wegkriegen. Ich bimmelte für deine. Oh, oh, Gerechtigkeit, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Hätte ich einen Hammer, woher der Hammer? Hammer in the morning, Hammer in the evening, all over the land. A Hammer for freedom, a Hammer for justice, a Hammer for my brothers and my sisters. Zwangspsychiatrie. Oh, oh, oh. Freiheit für Gustl, Mollat und alle Entrechteten. Liebe Freunde, haben wir noch Redner? Wer möchte noch sprechen? Ja? Dann überlege ich mir, was wir noch singen können. Die danken Castor TV heute, dem Livestream-Team. Das ist so großartig. Castor TV ist bei den allerwichtigsten Demos und Kundgebungen und Happenings in unserem wunderschönen freien Land immer dabei. CastorTV.de. Danke für den Livestream. Love and peace. Greetings from Berlin in front of the Bayerische Landesvertretung. For calling for freedom for Gustl Mollat hier in Berlin. Ich bin ein Berliner. Ich fordere Freiheit für Gustl Mollat. I am a child of survivors of the Holocaust. My grandfather Hermann was killed around the corner in Oranienburg. There used to be the Nazi concentration camp, Sachsenhausen, where my grandfather was tortured to death. My dad, Hans Hagen, survived the Nazi torture. He was tortured in a Zuchthaus. Ich hab den scheiß Namen von dem scheiß Zuchthaus vergessen. Ist das nicht toll? Oh, positiver Alzheimer. But I shall never forget the love of my father and my mother, the love they have given to me and their stories, the teachings, that we have to always be aware of fascist tendencies in our countries. We must not allow that the fascists come crawling out of their hiding places, their secret little shadowy places. That's why we sang the wonderful Woody Guthrie song, All You Fascists Bound to Lose. Gustl Mollat is sitting since 7 years behind bars in the psychiatric prison in Bavaria, in Bayreuth, in a city called Bayreuth, a most beautiful city. Since 7 years, Gustl is robbed of his human rights. Gustl is robbed of his human dignity.
Gustl ist seiner Menschenwürde beraubt worden. Gustl is allowed once a year to come out in front of a huge arena of camera people from the television stations and some of the so-called experts of the institutions who put him behind bars, the Bayerische Justizministerium zum Beispiel. They are all there and Gustl can speak once a year in front of the public, and he is so peaceful, he is so focused. He would never pay back evil with evil. In that sense, I believe that Gustl Mollat is demonstrating pure Christian values in regards of his peacefulness and his never flipping out. If I would be incarcerated, if I would have been in Gustl's situation, I could not promise, if I would not flip out like the Nibelungen yesterday, where my wonderful child, my daughter Cosma Shiva Hagen, did such a great job portraying the German Kriemhilde in this huge Nibelungen saga yesterday in Worms. And also my children, my daughter Cosma and my son Otis and my mom, are sick to the stomach when they hear the story of Gustl Mollat, how they treat him in our home country. Not only my children, all my friends and people from all over the world, and people, we have a petition in the internet. Please sign the petition for freedom for Gustl. You find it in my Facebook, you find it in the Gustl Mollat support Facebooks. We have it as a, what's it called? Neuland. Für die Kanzlerin und für mich ist ja das alles Neuland. Wir sind ja aus dem Osten. Wir haben ja damals immer im Vorabendprogramm die kleine Hexe geguckt. Und was, wie nennt man das? App. Code. QR-Code. QR-Code. Da hast du, wenn du ein Smartphone hast. When you have a smartphone. Hältst du das hier rüber? Und dann bist du bei der Petition für Gustl Mollat. Wow. Und die unterschreibst du. Ist ja ein Ei. Okay, Technology. That's technology. Ganz weit ist für dich. Super. Ich habe aber kein Smartphone und so. So eine Dinger, die strahlen, habe ich nicht. Ich habe nur ein altes Radio. Und da höre ich immer noch Feindsender, Riasberg. Leute, die Feindbilder ändern sich. Ja? Dr. Martin Luther King, von dem wir vorhin schon berichtet haben, dass er uns in Berlin so einen Mut gemacht hat in den 60er Jahren. Dr. Martin Luther King hat unter anderem auch gesagt, people don't get along, Menschen verstehen sich nicht, because, weil, they don't know each other, sie kennen sich nicht, they have not communicated with each other, sie haben nicht miteinander kommuniziert und deswegen glauben sie, sich gegenseitig zu fetzen und zu verletzen zu müssen. Das ist eine ganz unmenschliche, niederträchtige, missgünstige, illegale Vorgehensweise, Menschen, die irgendeine merkwürdige Meinung vertreten, you know, der Himmel ist lila, dass man die dann hinter Gittern sperrt. Soll doch der Himmel für diese Menschen lila sein. Wenn Gustl Mollat der Meinung war, dass da Gelder schwarz gewaschen wurden und hin und her und sich unter den Nagel gerissen wurden, dann war das halt aus Gustls Sichtweise so. Aber deswegen muss man doch am Menschen nicht 7 Jahre einsperren, wo man 23 Stunden am Tag, 7 Jahre lang unter Überwachung seiner
persönlichen Habe beraubt. Nicht mal ein Bild seiner Mutter haben sie dem Gustl gelassen. Alles weggenommen. Und das sind tägliche mies, also mir fallen gar keine Worte dafür mehr ein, wie niederträchtig diese unmenschliche Behandlung hinter Gittern ist. Wisst ihr, liebe Bayern, ich bitte euch von ganzem Herzen, hier als freier Mensch, geboren in einer ziemlich kontrollfreakigen, diktatorischen, pseudosozialistischen Walter Ulbricht, wir werden niemals eine Mauer errichten. Leute, wir sind eure Leute, wir sind eure Mitmenschen, wir sind eure Mitbürger, Mitbürgerinnen. Wir lieben euer Bundesland Bayern, genauso wie wir unser Berlin lieben, because in Bayern, da haben wir nämlich Freunde, Mitbürger, Mitmenschen und wir haben Verwandte auch da und ganz, ganz liebe Freunde und Mitstreiter und Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, auch in Bayern. Liebe bayerische Vertretung hier in Berlin, kommt doch mal zu uns raus. Traut euch doch mal vor die Tür hier zu eurer Wählerschaft. Es ist doch Wahlkampf. Ich kann auch nicht dafür, dass ich so einen flachen Bildschirm habe. Nö. Niemals. Pause? Wer braucht Pause? Bertolt Brecht, Kritik des Faschismus für Gustl Mollat. Die Ängste des Regimes 1938. Ein fremder Reisender aus dem Dritten Reich zurückgekehrt und befragt, wer dort in Wahrheit herrsche, antwortete, die Furcht. Freiheit für Gustl Mollat! Freiheit für Gustl Mollat! Da fuhr gerade ein Bus vorbei. Ein Tourismusbus. So. Die Furcht herrschte im Dritten Reich. Angstvoll hält der Gelehrte mitten im Disput ein und betrachtet erblasst die dünnen Wände seiner Studierstube. Der Lehrer liegt schlaflos, nachgrübelnd über ein dunkles Wort, das der Inspektor hingeworfen hat. Die Greisin im Spezereiladen legt die zitternden Hände an den Mund, zurückgehalten das zornige Wort über das schlechte Mehl. Angstvoll blickt der Arzt auf die Wirkmale seines Patienten. Voller Angst sehen die Eltern auf ihre Kinder wie auf Verräter. Selbst die Sterbenden dämpfen noch die versagende Stimme, wenn sie sich von ihren Verwandten verabschieden. Aber auch die Braunhemden selber fürchten den Mann, dessen Arm nicht hochfliegt. Und erschrecken vor dem, der ihnen einen guten Morgen wünscht. Die hohen Stimmen der Kommandierenden sind von Angst erfüllt, wie das Knieken der Ferkel, die das Schlachtmesser erwarten und die feißen, unangenehm, widerlich, fett, dick, Ärsche schwitzen, Angst in den Bürosesseln. Die Bürosessel. Von Angst getrieben brechen sie in den Wohnungen ein und suchen in den Klosetts nach, und Angst ist es, die ganze Bibliotheken verbrennen lässt. So beherrscht die Furcht nicht nur die Beherrschten, sondern auch die Herrschenden. Warum fürchten Sie so sehr das offene Wort? Hallo, liebe Kamera. Angesichts der gewaltigen Macht des Regimes, seiner Lager- und Folterkeller, seiner wohlgefütterten Polizisten, eingeschüchterter oder bestochener Richter, seiner Kartotheken mit den Listen Verdächtiger, die ganze Gebäude bis unter das Dach ausfüllen, sollte man glauben, dass das offene Wort eines einfachen Mannes nicht zu fürchten hätte. Aber ihr Drittes Reich erinnert an den Bau des Assyriers Tar, jene gewaltige Festung, die, so lautet die Sage, von keinem hergenommen werden konnte, die aber durch ein einziges lautes Wort im Innern gesprochen in Staub zerfiel. Danke, Bertolt Brecht.